Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Throne and Liberty. Heute im Stream hatten wir einen richtig interessanten Talk darüber, ob es Sinn macht, einen zweiten Charakter zu starten oder ob es mehr Sinn macht, seinen bestehenden Charakter umzubauen, wenn man denn mal einen anderen Build spielen will. Und da hatten wir echt coole Erkenntnisse, die wahrscheinlich auch sehr interessant für euch sind, weil das kann man nicht so pauschal sagen. Es hat nämlich ganz viele unterschiedliche Gründe, ob es Sinn macht, einen zweiten Charakter zu starten oder nicht. Die allermeisten von euch werden wissen, dass ihr ja insgesamt sowieso nur die Möglichkeit habt, zwei Charakter überhaupt zu erstellen. Mehr geht gar nicht. Das heißt, es stellt sich auf jeden Fall nicht die Frage, ob ihr noch einen dritten oder vierten machen wollt oder könnt, aber zwei Stück könnt ihr machen. Und den zweiten Charakter könnt ihr auch auf einem anderen Server erstellen. Das ist schon mal ein Pluspunkt, der natürlich auch ein Negativpunkt sein kann, aber ihr habt die Möglichkeit, einen zweiten Charakter zu erstellen und den auf irgendeinem anderen Server zu platzieren. Das heißt, wenn ihr so wie ich vielleicht im Early Access auf Geist wart und sagt, ey, jetzt würde ich gerne mal was Neues ausprobieren, Kollegen von mir sind auf Talos oder irgendwo anders, auf Königsbagger, dann könnt ihr dort einen zweiten Charakter erstellen. Aber wie gesagt, nur zwei Stück. Wenn ihr dann einen auf Königsbagger habt und auf Geist, dann könnt ihr nur noch hin und her switchen. Das geht ja aktuell auch immer noch umsonst. Was auch noch ein riesiger Vorteil ist, sind die Lucent. Das ist ja die Ingame-Währung. Die ist nämlich Charakter-übergreifend. Das heißt, sie ist Account-gebunden. Bedeutet, ihr könnt sowohl auf dem einen Charakter als auch auf dem anderen Charakter Lucent verdienen und das dann auch für beide Charakter ausgeben. Also ihr habt einen Pool. Ist also nicht so, dass ihr sagt, ey, hier auf dem einen Charakter verdiene ich mein Lucent und auf dem anderen Charakter verdiene ich da das Lucent, sondern es ist ein Pool. Warum ist das vom Vorteil? Weil man auch die Dimensionsmarken jeden Tag, kriegt man da ja 900 Stück, auf beiden Charaktern bekommt. Das heißt, man hat die Möglichkeit, auf beiden Charaktern jeden Tag mindestens drei große Dungeons hier zu machen. Das wird später nochmal anders, wenn es da nochmal 2-Sterne- und 3-Sterne-Dungeons gibt, aber gehen wir mal jetzt von dem aktuellen Status Quo aus. Und so könnt ihr auf zwei Charaktern, also im Prinzip doppelt so viele Dungeons machen und auch doppelt so viel Loot bekommen, den ihr dann wieder für Lucent verkaufen könnt. Das Ganze geht ja im Auktionshaus ab Level 40 und so könntet ihr dann quasi mit dem zweiten Charakter auch zusätzlich Lucent sammeln. Ihr könntet mit dem zweiten Charakter auch in eine andere Gilde gehen und sowohl die Gildenbosse in der einen Gilde mitmachen, als auch die Gildenbosse in der anderen Gilde machen. Wir sind aktuell Gildenstufe 18 und können, glaube ich, 7 oder 8 Bosse herausfordern. Und das hättet ihr dann quasi auch mal zwei und nicht nur einmal. Ist natürlich auch ein riesen Unterschied, ob man pro Woche, sage ich mal, 6, 7, 8 Bosse macht oder 12, 13, 14 15, 16 Bosse macht. Kommt natürlich immer drauf an, welches Gildenlevel man hat. Aber wenn ihr zum Beispiel hier Loose Liberty 1 seid, könnt ihr mit mir einmal pro Woche 7 Bosse machen. Und mit dem zweiten Charakter woanders nochmal so viele Bosse. Ist natürlich ein extremer Vorteil. Und diese lila Items, die ihr rausbekommt bei den Gildenbosse, die könnt ihr dann extrahieren oder teilweise auch direkt im Auktionshaus verkaufen. Und so auch wieder mehr Lucent verdienen. Dasselbe gilt auch für die Vertragsmünzen, die ihr doppelt bekommt, für die Gildenmünzen, die ihr doppelt bekommt, für die Aufträge, die ihr doppelt bekommt, weil einmal pro Woche kriegt man ja hier beim Gemischtwarenhändler 6x6 Aufträge und diese könnt ihr dann auch quasi doppelt machen. Und dort gibt es ja diese Segenstaschen drin und die haben auch die Möglichkeit auf lila Items. Also ihr seht, zwei Charakter hat den großen Vorteil, dass ihr doppelt so viel Lucent verdienen könnt, als ihr es mit einem Charakter könnt, weil ihr einfach täglich und wöchentlich durch die verschiedenen Aktivitäten im Spiel mehr Loot bekommt. Ein sehr großer, meiner Meinung nach, Negativpunkt ist, dass ihr mit dem zweiten Charakter die komplette Questline nochmal durchspielen müsst. Ihr müsst also die komplette Weltkarte nochmal freispielen. Ihr müsst die komplette Story nochmal lang spielen. Wenn ihr im Codex schon einiges erspielt habt, müsst ihr das auch alles nochmal neu machen. Also alle Nebenmissionen und Hauptmissionen, die ihr hier im Codex habt, müsst ihr nochmal machen. Sowohl bei Abenteuer, als auch bei Erkundung, als auch bei Sammlung. Wenn ihr also keinen Bock habt, die ganze Karte hier nochmal frei zu spielen, dann ist ein zweiter Charakter auf jeden Fall
nichts für euch. Ein zweiter Charakter hat auch keinen Zugriff auf eure Bank, also auf euren Speicher. Das bedeutet, alles, was ihr hier im Speicher seht oder bei euch seht, ist Charakter gebunden. Bedeutet, wenn ich jetzt einen zweiten Charakter habe, habe ich keinen Zugriff auf das, ja, auf den Speicher von meinem ersten Charakter. Bedeutet, es könnte also schon Sinn machen, auf dem ersten Charakter umzubauen auf einen anderen Bild und hier dann alles zu nutzen, was ihr schon gesammelt habt. Wenn ihr also schon richtig, richtig viel gespielt habt und ganz, ganz viele Pergamente habt und ganz viele Bücher noch überhaupt und euer Bild, den ihr habt, schon auf Max ist und ihr sagt, ey, jetzt will ich mal was anderes spielen, dann könnte es sein, dass ihr aktuell schon so viele Ressourcen habt, um sofort einen anderen Bild zu spielen und ihr quasi Zeit verschwenden würdet, einen anderen Charakter erstmal hochzuleveln, die ganzen Fähigkeiten zu leveln und den Loot zu sammeln, weil auch die ganzen Verteidigungssachen, die ganzen Rüstungssachen sind ja natürlich irgendwo bildspezifisch, aber es ist natürlich ein super Boost, wenn ihr sofort einen anderen Bild spielt und hier schon eine richtig gute Rüstung habt, als wenn ihr komplett nochmal neu starten müsstet und diese Rüstung erstmal suchen müsstet. Was auch noch für einen neuen Charakter spricht, sind natürlich die Geheimdungeons. Weil man hier unfassbar viel Loot bekommt, der so sehr, sehr schwierig ist, sich zu erspielen. Es ist möglich, aber diesen ganzen Loot sich nochmal zu erspielen, ist schon sehr, sehr teuer. Und hier kriegt man halt relativ viele gute Items einfach einmalig geschenkt. Eine Sache, die ihr mit einem neuen Charakter auch verlieren würdet, wäre natürlich auch eure Level auf Kochen, Angeln und Expedition. Das müsstet ihr dann quasi auch nochmal neu leveln. Das heißt, wenn ihr jetzt schon Kochen auf einem hohen Level habt oder Angeln auf einem hohen Level habt und euch extrem gutes Buff-Food bauen könnt oder zubereiten könnt, könnt ihr das auf einem neuen Charakter natürlich auch nicht. Das ist wahrscheinlich nicht so relevant, aber ich will es auch erwähnen, natürlich auch euer Amitoy-Haus hier, das Level, wir haben es gerade schon gesehen, wäre dann wieder auf Level 1 und ihr müsstet hier euer Level wieder hoch machen, um dann dorthin zu kommen, wo ihr Sachen farmen wollt. Das geht eigentlich relativ schnell, aber ich wollte es auf jeden Fall einmal erwähnt haben. Was auch wichtig ist, das Spiel hat kein Cross-Save. Das bedeutet, wenn ihr jetzt einen zweiten Charakter stellt, könnt ihr nicht auf dem PC mit dem einen Charakter spielen und auf der PlayStation oder auf der Konsole mit dem anderen Charakter. Das geht leider nicht. Das heißt, wenn ihr sagt, ey, ich mache mir vielleicht doch einen zweiten Account auf dem PC, dann könnt ihr das machen, aber der ist dann gar nicht in irgendeiner Interaktion mit eurem ersten Account gebunden. Das heißt, auch das ganze Lucent-Sammeln würde dann wegfallen. Um mal ein kleines Fazit zu ziehen, ob ich euch raten würde, einen zweiten Charakter zu starten oder nicht, das kommt ganz drauf an, wie viel ihr spielt, denke ich. Wenn ihr ein absoluter Vielspieler seid und wirklich jeden Tag extrem krass in dieses Spiel grindet und gar nicht genug bekommt, dann würde ich euch einen zweiten Charakter empfehlen, weil ihr dann die Möglichkeit habt, jeden Tag 10 weitere Verträge zu machen, jeden Tag 3 Koop-Dungeons zu machen, eine weitere Gilde bespielen könnt und eben so doppelt so viel Lucent sammeln könnt als normal. Wenn ihr aber eher casual unterwegs seid und einfach mal was Neues ausprobieren wollt, dann würde ich euch empfehlen, baut eure Charakter um. Das geht auch ganz gut. Ihr könnt einerseits natürlich aus euren alten Fähigkeiten teilweise die Fähigkeitspunkte und die Erfahrung in neue Fähigkeiten übertragen. Wenn ihr das aber nicht machen wollt, weil ihr sagt, ey, vielleicht will ich später wieder umrüsten, habt ihr immer noch die Möglichkeiten, bei Fähigkeiten hier ein Schnellauswahlplatz-Set zu machen und sozusagen, ey, auf Platz 2 mache ich mir ein komplett anderes Set mit anderen Waffen. Das geht ganz einfach, indem ihr auch hier bei Charakterinformationen einfach sagt, ey, Set 2 für die Ausrüstung und könnt so auch relativ schnell zwischen dem einen und dem anderen Set hin und her switchen. Wenn zum Beispiel ihr sagt, ey, ich will heute mal Damage Dealer spielen oder wenn ihr sagt, ey, morgen oder heute will ich mal Tank spielen, dann könnt ihr das. Wenn ihr mit eurem 50er Charakter einfach die richtigen Items auf der Bank habt, dann baut ihr euch einen zweiten Charakter quasi drauf auf dem zweiten Platz und könnt da dann immer hin und her switchen. Also, ja. Müsst ihr selber wissen, wenn ihr richtig, richtig viel spielt, dann würde ich einen zweiten Charakter-Slot empfehlen. Wenn ihr eher casual unterwegs seid und einfach mal in was anderes reinschauen wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen,
das nicht zu machen und lieber den Charakter zu nehmen, den ihr schon habt. Ich weiß, dass die Frage relativ häufig aufkam, auch im Chat, und ich habe es auch teilweise auf YouTube ein paar Mal gesehen. Ich hoffe, dass das euch bei der Entscheidung weiterhilft. Wenn euch das Ganze gefällt, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen, wenn ihr nicht zu Thrones and Liberty verpassen wollt. Ich würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen. Haut mal allen den Like-Button rein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.